Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Und willkommen bei einem weiteren Video der Frage. Und ihr habt es bereits dem Titel nehmen können. Heute geht es natürlich um einen Charaktervergleich bezüglich Supernatural. Es geht darum, dass ich hier zwei Charaktere gegenüberstellen möchte. Und das sind Sam und Dean Winchester. Und gleich zu Anfang, ich werte deren höchstes Potenzial. Bedeutet, ich nehme sozusagen deren stärkste Form, ohne dass sie von irgendwas anderem befallen sind. Bedeutet, kein dämonischer Besitz, kein Engelsbesitz, sondern wirklich nur deren Reinform. Aber natürlich mit bestimmten Klassifizierungen, zum Beispiel eben das, sagen wir, gottgegebene oder eher vom Teufel gegebene Talent Sam Winchesters, nämlich das Dämonblut, was er von Azael bekommen hat. Und bei Dean werde ich mit dem Mark of Cain. Okay, fangen wir doch mal mit Sam Winchester an. Wie bereits erwähnt, wurde ihm damals Dämonblut in den Mund getröpfelt und das nicht von irgendjemandem, sondern von einem Prinzen der Hölle, Azael himself, auch genannt der Gelbäugige. Und dieses Talent sozusagen hat ihn dazu angeleitet, beziehungsweise ihm die Fähigkeit gegeben, Visionen zu entwickeln. Bedeutet, bis zu einem gewissen Grad die Zukunft vorherzusehen. Teilweise auch damit verbunden, dass es auch andere gibt, die eben Dämonenblut haben und die Visionen waren teilweise auch ein bisschen auf die Leute fokussiert, aber es ging auch ein bisschen allgemeiner, muss man sagen. Zusätzlich muss man erwähnen, dass die anderen, die bereits jetzt erwähnt wurden, ebenfalls bestimmte Talente besessen haben, nämlich sowohl den Willen aufzuzwingen, Jedi Kräfte sozusagen, an dieser Stelle schaut dort einen Star Wars Content auf diesem Kanal, dann zum Beispiel auch telepathische Fähigkeiten und vieles, vieles mehr. Also das Potenzial, was diese Leute entwickelt haben, war relativ endlos, auch eine Form von Superstärke, deswegen ist es jetzt schwierig zu sagen. Es gab eine Zeit, da hat Sam dann mit Obis Hilfe sozusagen sehr viel Dämonenblut zu sich genommen und sehr starke Kräfte entwickelt. Es waren auch teilweise telepathische Kräfte, aber das Hauptmerkmal war wirklich das Austreiben von Dämonen. Diese Kräfte haben sich wirklich eher auf Dämonen ausgewirkt. Er konnte damit sogar einen Oberklasse-Dämon wie Alistair besiegen, was nicht mal Castiel vermacht hat. Aber man muss dazu sagen, er hat nicht die Gänze der Kräfte entwickelt. Zum Beispiel wissen wir, dass andere auch teilweise Kräfte entwickelt haben, die sie nicht von Anfang beherrscht haben, sondern es einfach ein bisschen Zeit gebraucht hat. Deswegen ist hier die Frage natürlich offen: Kann er diese Gänze der Kräfte entwickeln? Heißt alles, was theoretisch möglich ist, die Superstärke, den Willen aufzuzwingen, die telepathischen Fähigkeiten, Dämonen zu kontrollieren, auch bis zu einem gewissen Grad. Das ist die Frage. Wenn das möglich wäre, müsste man ihn jetzt sehr, sehr hoch einordnen. Wir gehen aber wirklich von dem aus, mit dem er Lilith besiegt hat. Klar, Lilith hat sich zurückgehalten. Die Frage ist, kann er Lilith wirklich besiegen? Ich denke schon. Dennoch, bei dem Kampf hätte er wahrscheinlich den Kürzeren gezogen, wenn Lilith ernst gemacht hätte, weil sie musste ihn jetzt sogar ein bisschen antreiben, damit er sie umbringt, um halt eben das letzte Siegel zu brechen. Aber die Kräfte waren auf jeden Fall hier nicht zu verachten. Kommen wir jetzt mal zu dem anderen Bruder, nämlich zu Dean Winchester, der mit dem Kainsmal ausgestattet war. Zu Lebzeiten natürlich extremer Kämpfer, dann natürlich mit der ersten Klinge noch mal besser. Auf jeden Fall besitzt er körperlich mehr Stärke, er besitzt wirklich enorme Fähigkeiten. Er war in der Lage, zu Lebzeiten Abaddon zu besiegen, ein Ritter der Hölle. Ihre Kräfte waren teilweise wirkungslos, was man dazu sagen muss, was ganz interessant ist. Also sie hat es versucht, aber es wurde immer schwächer und irgendwann hat er es geschafft, sie zu erstechen. Und ich meine, sie ist ein Ritter der Hölle. Zusätzlich zu den Ritter der Hölle muss man sagen, abgesehen von Kain konnte sie niemand besiegen. Die Erzengel haben behauptet, dass sie sie besiegt haben, was aber nicht der Wahrheit entsprach. Eigentlich hat sie Kain selbst beseitigt, weil es die einzige Möglichkeit ist. Diese Erzengel waren zwar mächtig und besitzen zwar sehr viel Kraft und auch durch die Erzengelschwerter eben die Möglichkeit, so ziemlich alles umzubringen. Bei den Ritter der Hölle hat es aber wohl nicht funktioniert oder es wurde nicht versucht, das weiß man nicht genau. Dennoch, wie gesagt, war es Kain, der sie umgebracht hat. Und das natürlich mit Hilfe der ersten Klinge. Und eben deswegen, weil sie auch den Krieg gegen die Engel geführt haben und auch überlebt haben, muss man sie hier relativ hoch ranken. Und Dean hat es trotzdem geschafft, als er noch am Leben war, einen von ihnen zu besiegen. Und nicht irgendeinen, es war Abaddon himself. Dann wurde er natürlich von Metatron getötet und wurde noch mächtiger. Er wurde zu einem Dämon. Zu einem lebenden Dämon. Also zu einem gestaltlichen Dämon. Er wurde nicht besessen, sondern er wurde tatsächlich die Verkörperung eines Dämonen. So ähnlich wie es bei Kain damals auch war. Und das hat seine Macht nochmal ums Unermessliche gesteigert. Er hat jetzt nicht die Nachteile der Klinge, dass er jetzt irgendwelche Leute umbringen muss und wenn er das nicht tut, stirbt er, aber er hat auf jeden Fall eine extreme Mordgier entwickelt und ja, er war dann eine Zeit lang einfach nur alkoholisiert und ist mit Crowley bis um die Häuser gezogen, hat ein paar Frauen geknallt, das übliche Dean Winchester-Verhalten halt mit dämonischer Besessenheit, im Sinne von besessen von diesem dämonischen Einfluss. Aber seine Stärke war auf jeden Fall immens. Und sie wurde auch im Laufe der Zeit noch stärker. Er hat die gesamte Familie Stein ausgelöscht. Ihr wisst, wie ich meine. Die Familie Frankenstein. Deshalb ist es jetzt hier schwierig. Wir haben einmal Sams Fähigkeit,
die direkt bei Dämonen anwendbar ist. Dann haben wir Dean, der der Fähigkeit einer Abaddon widerstehen konnte. Lilith ist sozusagen der erste Dämon der Hölle. Aber Kain hat die Ritter der Hölle erschaffen und Kain wurde von Lucifer faktisch selbst erschaffen. Und ich meine, die Ritter der Hölle wurden auch persönlich von Lucifer ausgewählt, was man dazu sagen muss. Das macht sie auch nochmal ein Stück mächtiger. Jetzt kommt eine Frage, die ein bisschen trickier ist. Wer ist eigentlich mächtiger, die Ritter der Hölle oder die Prinzen der Hölle? Je nach Alter und je nach Klassifizierung ist das schwierig zu sagen, weil schließlich kann man die Prinzen töten. Das ist nicht mal so arg kompliziert, also ein Colt würde reichen oder ein paar andere Sachen auch. Bestimmte Engel würden wahrscheinlich auch reichen, aber schwierig zu sagen. In dem Fall, das Kainsmal gibt dir eine Art von Unsterblichkeit und Selbstfähigkeiten sind beschränkt und wir wissen auch von Dämonenblut abhängig. Im direkten One-on-One sozusagen könnte sehr wahrscheinlich Dean zurückhalten. Austreiben kann man ihn ja nicht, weil er ist ja nicht besessen eben. Die Frage ist, wie lange kann er es durchhalten? Und Dean ist faktisch unsterblich. Und mit faktisch meine ich, er ist unsterblich. Bedeutet, in dem direkten Kampf würde Sam ihn so lange angehen, bis Dean irgendwann halt widersteht und Sam sozusagen die Kraft ausgeht. Und dann würde Dean ihn töten. Heißt, eigentlich sind Sams Kräfte überlegen, aber die Ausdauer und das Stadium der Kraft, die hier erreicht wurden, sprechen für Dean, weil bei Sam gibt es einige Faktoren, die ihn abhängig machen von Dämonenblut und sozusagen seine Kräfte damit bündeln und ihn auch eigentlich einigermaßen einschränken. Zudem ist er sterblich und Dean eigentlich unsterblich. Deswegen wird hier an dieser Stelle auf jeden Fall Dean gewinnen. Aber was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr mehr von solchen Videos sehen, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst ein Abo da und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das nächste Video erscheint, wenn erneut der Satz getroppt wird. Hello, Boys.